Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zur vierten Folge unserer PvE-Reihe Sturmangriff Scorpius. Heute spielen wir Level 6 und 7. Gehen wir rein in die Materie. Ja, meine Freunde, es geht weiter auf unserem PvE-Fortschrittspfad. Heute stehen Level 6 und 7 an und wie bereits angekündigt, werden wir ab heute die Waffen, die wir zum Bewältigen der einzelnen Level gestellt bekommen, nicht maxen, sondern sie auf dem Level spielen, auf dem sie im Inventar des Testsurfers hinterlegt sind. Viel zu erklären gibt es an der Stelle eigentlich nicht mehr. Wenn ihr die vorherigen Folgen verpasst habt, holt diese bitte nach. Insbesondere Folge 1 und 2 sind wichtig, da ich dort den Sturmangriff Scorpius-Modus detailliert erkläre. Heute spielen wir mit dem Disruptor 10, der vermutlich nur einseitig getragen werden kann, da wir ihn hier ja nur auf Rang 5 spielen werden. Als Belohnung gibt es eine kleine Amateurskiste. Level 6, wir kommen. Level 6 findet also wieder auf den hängenden Gärten statt und wie von mir predicted, haben wir hier die Waffe nur auf einer Seite. Wir haben sie hier jetzt auf Rang 5, das ist auch schon recht hochgelevelt, wird wahrscheinlich reichen für die Bots, ja natürlich ebenfalls One-Shot. Und wir gucken jetzt mal, welche Änderungen sich hier in diesen Leveln ergeben, ob es denn überhaupt Änderungen gibt und vor allem, ob uns das Ganze jetzt etwas schwerer fällt, nachdem wir die Waffe zum einen ja nur noch einseitig tragen und zum anderen die auch gar nicht ausgemaxt ist. Also wir werden hier auf jeden Fall auch von hinten beschossen. Offensichtlich haben wir hier wieder mehr Gegner. Gucken wir mal, ob eine Kugel, ja, eine Kugel reicht vollkommen aus, um alle drei ins Jenseits zu schicken. Hier unten kommt wieder eine ganze Armada an Bots. Wir haben hier natürlich keinen Piloten drauf. Das bedeutet, wir haben hier auch kein Reichweitenimplantat, wir haben kein Damage-Implantat und wir haben hier auch kein Reload oder Radiusimplantat, ein Reichweitenimplantat gibt es ja für den Disruptor sowieso nicht. Ja, und das scheint hier eine relativ gute Position auf jeden Fall zu sein, aber wir merken schon, es sind wieder bedeutend mehr Gegner. Guck mal auf die Minimap, Leute. Das sind ja extrem viele Gegner. Halleluja! So, schauen wir mal. Wir haben übrigens nur drei Wellen tatsächlich. Sieht man hier auch rechts oben. Wir spielen auch schon seit einer Minute. Ich glaube, die erste Welle haben wir auch noch nicht durch. So, dann gucken wir mal. Erste Welle abgeschlossen. Okay, dachte ich mir doch. Oh, wir werden teleportiert. Das ist neu. Wir werden teleportiert. Das ist tatsächlich komplett neu. Auch mit dieser Animation. Also wir haben ja schon in anderen Leveln auch an anderen Schauplätzen haben wir gestartet. Aber wir wurden nie innerhalb eines Levels an verschiedene Schauorte teleportiert sozusagen. Aber wir haben hier einen C4, der uns hier jetzt gerade ein bisschen gestunt hat und uns die Missile Racks in die Seite reingejagt hat. Die sind allerdings extrem low gelevelt. Und das ist natürlich fies. Die Idee finde ich ja relativ cool. Man steht hier in der Mitte an den Flanken und von vorne und von hinten werden Gegner auf einen losgelassen. Okay, sind wir jetzt teleportiert worden, um an derselben Stelle wieder aufzutauchen. Das erscheint mir jetzt irgendwie sinnlos. Dann hätte man es auch eigentlich gleich lassen können. Aber gut, ist jetzt ein kleines Detail. Genau, jetzt kommen die Gegner offensichtlich hier direkt von vorne. Das ist natürlich schon wesentlich leichter. Also wenn man jetzt einfach mal bedenkt, okay, man hat jetzt vielleicht den Scorpius auf Rang, sagen wir mal 3 oder so, und man sieht sich der Situation gegenüber, dass man hier an der Flanke steht. Ah, wir haben Killshots mit Shotguns, das ist neu. Und man sieht sich einfach der Situation gegenüber, dass man da oben an der Flanke steht und von vorne und hinten beschossen wird, dann kann das schon recht heftig werden. Auch hier ist es schon recht heftig. Man, guck mal, wir haben nur noch 74.000 Lebenspunkte. Es kann also durchaus sein, dass wir innerhalb dieser PvE-Reihe Sturmangriff Scorpius, gegen Ende hin vielleicht etwas taktischer spielen müssen. Jetzt haben wir den Commander auch noch erledigt und konnten so Level 3 innerhalb von 2 Minuten und 45,922 Sekunden abschließen. Da kommt unsere Amateurkiste, die Belohnung, und wir haben sogar zwei legendäre Blaupausen. Ja, Level 6 war auch weit davon entfernt, wirklich anspruchsvoll zu sein. Auch die Tatsache, dass wir nur eine Waffe gespielt hatten und diese nicht gemaxt war, hat daran nichts geändert. Bevor wir nun zu Level 7 kommen, möchte ich noch einen Gedanken teilen, der mir während der Post-Production der letzten Folge gekommen ist. Erinnert ihr euch noch an die ersten beiden Level? Dort hat man die benötigten Waffen und Scorpius selbst auf maximalem Level spielen können, unabhängig davon, welches Level euer Scorpius in eurem Inventar hatte oder unabhängig davon, ob ihr ihn überhaupt besessen habt. Außerdem stand der Begriff Demo darunter. Ich hege da eine Befürchtung. Und zwar, dass man diesen Modus vielleicht nur bis einschließlich Level 2 spielen kann, ohne Scorpius zu besitzen. Und die restlichen Level anschließend nur dann durchlaufen werden können, wenn man den Mech im Besitz hat.
Das wäre natürlich fatal und gar nicht mal abwegig, deswegen vermutlich auch der Sturmangriff-Shop. Aber da müssen wir warten, bis der Modus online kommt. Level 7 bietet uns hier die Möglichkeit, zwischen zwei Waffen zu wählen. Zwischen einer normalen und einer Cryo-Javelin. Wir nehmen die Cryo-Javelin, da sich ihr Stasis-Effekt positiv auf den Spielablauf auswirken könnte. Wie dem auch sei, machen wir weiter mit Level 7. Okay, schauen wir mal. Wir befinden uns immer noch auf den hängenden Gärten. Wer hätte es gedacht, das wird wahrscheinlich auch die nächsten Level so weitergehen. Und spawnen tatsächlich hier hinten im Eck. Ich denke aber auch, dass das ein relativ guter Punkt ist. Ich brauche mich da, glaube ich, gar nicht allzu weit wegbewegen. Okay, wir haben Sniper-Bots. Zwei Stück an der Zahl und der eine rennt weg. Der hat auf mich geschossen und jetzt geht der stiften oder was, muss ich dem jetzt echt hinterherlaufen? Okay, dann machen wir das eben. Wir haben hier diesmal vier Wellen, also eine Welle mehr als in Level 6. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wovon das abhängt. Ich sehe hier irgendwie kein Muster. Okay, da oben positioniert sich der Bot jetzt und wackelt da so ein bisschen im Kreis wie der letzte Wackeldackel. So, da haben wir erstmal einen Schuss und die Markierung abbekommen und wir haben hier, haben ihn schön wegschießen können. So, da oben haben wir noch, was? Was? Das war's? Wie lächerlich war das denn gerade? Okay, Welle 2. So, jetzt haben wir hier... Okay, jetzt haben wir hier einige schnelle Sachen. Ich glaube... Oh, fuck, jetzt habe ich gegen die Decke geschossen. Das sind ja jetzt... Sind das Slingshots oder sind das... Ja, das sind Slingshots. Okay, wir haben hier... Schaut euch das mal an, du. Da kommen jetzt lauter Slingshots ums Eck mit Nate-Launchern und das könnte unangenehm werden. Also, jetzt ist es natürlich so, wir haben natürlich eine recht lange Nachladezeit hier mit den Cryo-Javelins und wir haben auch nur unsere Rückenraketen, die eine etwas kürzere Nachladezeit haben. Das heißt, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht unten aufhalten, denn unten schießen wir die Javelins nur an die Decke. So, Welle 2 haben wir abgeschlossen. Wir kommen direkt zu Welle 3. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay, hier wird an den Flanken gespawnt. Insbesondere links ist einiges geboten. Rechts haben wir auch zwei Bots. So, ja gut, das ist jetzt aber im Gegensatz zu gerade eben eine etwas weniger bedrohliche Situation. Wir haben noch ein bisschen mehr als die Hälfte unseres Lebens offensichtlich. Schauen wir mal, aber das wird schon reichen. Also das hat uns ja bisher auch keine Probleme gemacht. Die Bots sind alle immer noch One-Shot. Auch hier gab es... das könnte jetzt böse werden. Das könnte böse werden. Eieiei. Schauen wir mal, wir sind markiert. Wir sind schon fast Low-Life. Wir haben noch 66k Leben. Also ich sag's mal so, wäre der Mech jetzt nicht gemaxt, wären wir schon tot. Ne? Also ich sag mal, spätestens ab hier ist es eine Herausforderung für sämtliche Spieler, die ihren Mech noch nicht gelevelt haben. Und hier ist halt die Krux an der Sache. Ich finde einfach, wir sind übrigens jetzt bei Welle 4 von 4, ich finde es einfach kritisch, weil letztendlich wirst du ja, wenn du das hier durchspielen möchtest, auch indirekt wieder dazu gezwungen, Geld auszugeben. Denn ich schätze mal, dass sich diese Level hier, so einfach sie jetzt hier aussehen mögen, weil ich halt einen gemaxten Bot nutze, okay, Welle 4 ist abgeschlossen. Innerhalb von 2,5 Minuten sprechen wir gleich nochmal drüber. Also ich denke, dass man hier dann quasi auch indirekt zum Pain gezwungen wird, wenn man diesen Modus dann unbedingt durchspielen möchte. Ihr habt gesehen, wir hatten nicht viel Leben am Ende und das, obwohl unser Bot gemaxt war. Wäre der Scorpius auf Rang 4 oder 5 gewesen, hätten wir die Runde nicht überstanden. Ich denke, insbesondere Early- und Midgamer werden hier richtig ins Schwitzen kommen. In Level 8 haben wir 500 A-Coins als Belohnung ausgeschrieben. Das ist im Verhältnis zu den anderen Rewards eine gigantische Steigerung. Vielleicht werden wir ab der nächsten Folge etwas mehr gefordert. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und begleitet mich auf der Reise durch den PvE-Pfad. Ja, meine Freunde, das soll es aber auch wieder gewesen sein für heute. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr Level 6 und 7 fandet und was ihr von meinen Gedanken haltet und allgemein zum PvE-Modus Sturmangriff Scorpius sagt. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.